Da wir gerade im Gesetz da in der Nähe sind, nehmen wir noch auf den Paragraph 83, nämlich den Paragraphen im Betriebsverfassungsgesetz, der die Einsichtnahme in die Personalakte regelt, denn genau da kommt die Personalbeurteilung ja hin. Das heißt, welche Möglichkeiten hat der Mitarbeiter, etwas zu tun gegen diese Personalbeurteilung und auch wenn er generell seine Akte einsehen möchte? Rechtsgrundlage Paragraph 83, das Recht auf Einsichtnahme. Er kann hierbei jemanden vom Betriebsrat mit dazu nehmen. Ja, das erlaubt ihm das Gesetz, wenn er jemand an seiner Seite haben will, wenn er da vielleicht in die Personalabteilung gehen möchte und sich nicht traut oder zum Vorgesetzten, je nachdem, wo die Personalakte ist, kann er jemanden vom Betriebsrat mitnehmen. Allein schon, um einen Zeugen zu haben, denn er darf nur Einsicht nehmen, er darf sich Notizen machen, aber er darf nicht fotografieren oder fotokopieren. Sie können heute mit so einem Smartphone auch sowas abfotografieren, was Sie früher nur aus dem James Bond-Film so kannten. Na, geht heute mit so einem Gerät kein Problem, das kann man heute alles machen, nur Sie dürfen es nicht. Übrigens genau analog zu Ihrer Einsichtnahme bei der Prüfung bei der Kammer. Auch hier können Sie, wenn die Prüfung komplett abgeschlossen ist, Einsicht nehmen und Notizen machen, aber nichts kopieren, nichts raustragen und nichts fotografieren. Ja, genau das Gleiche. Auch die Personalakte. Ja, Einsicht nehmen, aber nicht fotografieren, nicht fotokopieren. Und schauen wir in den 83 rein. Sie haben ein Recht auf eine Gegendarstellung. Wenn Sie also mit einer Personalbeurteilung nicht einverstanden sind, dann können Sie A, Ihr Recht nutzen, Ihre Sicht der Dinge darzustellen. Und Sie haben B, das Recht, dass diese Ihre Gegendarstellung der Personalakte an der entsprechenden Stelle beigefügt wird. Ja, das ist das Recht, das Sie haben. Denn wenn irgendein Vorgesetzter sich mal Ihre Personalakte zieht und Ihre Personalbeurteilung durchsieht, dann muss der dann auch auf Ihr Dokument kommen, wo drin steht, dass Sie das anders sehen. Ja, das ist die Idee. Ja, das ist der Sinn dieser. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.